Heute, meine Lieben, werde ich euch Maria Magdalena näher bringen. Das Leben von Maria Magdalena, die Frau an der Seite des Messias. Zunächst einmal zu ihrem Namen, Maria Magdalena. Maria kommt aus dem Griechischen und bedeutet die von Gott Geliebte. Magdalena ist ein Namenszusatz und ist dadurch entstanden, da Maria aus Magdalena am See Genezareth stammte. Sie wurde nach dem Lukas-Evangelium in der Zeit um Christi Geburt geboren und verstarb vermutlich im ersten Jahrhundert. Die Legende erzählt, Jesus habe sie von starker Besessenheit geheilt. Von da an folgte sie ihm überall hin, in Liebe, Glaube und Dankbarkeit. Sie schloss sich dem Jüngerkreis an, der nicht nur aus den bekannten 12 Jüngern bestand. Dieser Kreis umfasste auch Frauen, worin Maria Magdalena allerdings eine besondere Stellung einnahm. Während die Bibel absolut keine sexuelle Beziehung zwischen ihr und Jesus andeutet, gehen das Maria-Evangelium und das Philippus-Evangelium weiter, die nicht im Neuen Testament aufgenommen wurden. Unter anderem ist dort beschrieben, dass Jesus Maria doch mehr als andere Frauen geliebt habe und er sie sogar geküsst haben solle. Allerdings wird das in der westlichen und orthodoxen Kirche nicht bestätigt. Maria Magdalena zog mit den Jüngern und zwei weiteren Frauen nach Jerusalem und wohnte der Kreuzigung Jesus, seinem Sterben und der Grablegung bei. So war sie bei der Kreuzabnahme beteiligt und saß weinend nach der Grablegung an seinem Grab. Sie ging am Morgen des Sabbats, dem siebten Tag der Woche, und für die Juden ein heiliger Tag, mit zwei anderen Frauen zum Grab, um den toten Leichnam einzubalsamieren. Dort wurden sie Zeuge, dass das Grab leer war, und erhielten von einem Engel die Botschaft: Erschrecket nicht, er ist nicht hier, er ist erwecket worden. Das aus dem Markus-Evangelium 16,6. Nach dem Johannes-Evangelium 20,1-10 fand Maria Magdalena am Ostermorgen allein das Grab leer vor und dass sie Petrus und Johannes davon unterrichtete. Danach ging sie zum Grab zurück, wo sie dem Auferstandenen begegnete. Im Johannes-Evangelium 20,15 steht: Die traurig am Grab weinende Maria sah einen Mann, vermutlich den Gärtner. Er nannte sie beim Namen und Maria erkannte Jesus als Lebenden. Sie durfte ihn nicht anfassen und er sprach: Noli me tangere, berühre mich nicht. Maria war die erste Frau, welche die im Christentum begründete Botschaft von der Auferstehung Jesus erfuhr und mit den Jüngern diese verbreiten sollte. Leider fehlen weitere Berichte über das Schicksal Maria Magdalenas. Der Legende nach kam Maria mit Martha und Lazarus im ersten Jahrhundert nach Südfrankreich. Dort lebte sie als Büßerin und Predigerin in einer Einöde in der Provinz. Diese Einöde lag in der Provence, wo sie auch verstarb. Vermutlich befindet sich die Grabstätte in der Basilika Sainte-Marie
Madeleine in Wesley in Burgund. Die ursprüngliche Gedenkstätte ist nach der griechischen Überlieferung in Ephesus. Die katholische Kirche ehrt Maria Magdalena mit einem Festtag und wertet sie im liturgischen Kalender auf. Ihr Gedenktag ist der 22. Juli mit dem Rang eines Festes und wird damit als Apostelin der Apostel, den Aposteln, gleichgestellt. Dies, meine lieben Freunde, war in kurzer Zusammenfassung das Leben von Maria Magdalena, die Frau, die an der Seite Jesus stand. Mit einem erfüllten Leben in Liebe, Glaube und Dankbarkeit, aber auch um Tod, Trauer und Leid. In Liebe, eure Deria.